Und jetzt? Ich bin auch mit meiner gebrochenen Bein ja auch richtig schnell. Wie kannst du sagen? Ja. Oh Gott, ich höre einen Hund. Also ich höre den Hund. Mhm. Hallo Tourist. Weiß gar nicht mehr, wo der Hund jetzt war. Gute Frage. Bis er dann hinter mir steht quasi. Du wirst es merken, wenn dein Arsch piekst. Ganz genau. Hallo Tourist. Du klingst so unangenehm, du Tourist. So, geh ich mal so wieder zu uns. Oh ja, gib mir mal noch Blöckchen. Jetzt mal mit. Du bist oben, gell? Ich bin noch bei uns oben, ja. Cool. Ja, oh, gerade noch so, bevor ich sterbe, geschafft. Geh mal weg. Ja. Danke. So, 16 Zweige tue ich dir mal in die Tischlerstation. Okay. Wo willst denn du hin? Was machst denn du? Ich guck nur was. Du wolltest doch Zweige haben. Ich bin jetzt extra da unten und hab hier. Ja, aber 16 reicht ja noch nicht. Brauchtest du nicht für irgendwas weniger? Ja, und für Pfeile naja, und großer, Bogen? Großer Stein. Großer Stein, ja. Zweige. Okay, Pfeil und Bogen, Pfeile? Oder für was würdest du die jetzt verwenden? Wo hast du Zweige hingelegt? In die Werkbank, unten in die Ausgabe. So, das ist ein nee, Einzige, das packt mal alles in die Kisten hier rein, weil die sind ja mit denen verbunden. Wenn die in der Werkbank drin sind, sind sie nicht verbunden. Ich wollte es dir ja nur einfacher machen, dass du schneller was machen kannst, aber okay. Das ist einfacher. Okay, gut, dann. Wieso fehlen dir jetzt Pflanzenfasern? Wir hatten doch so viele Pflanzenfasern. Ich sortiere gerade alles ein. Okay, warte mal, es gibt schon noch. Für was anderes gebraucht? Vielleicht? Nee, warte mal, das sind. Da werden die Steine nicht angezeigt, die habe ich doch. Sind die Steine drin? Ne? Oh, leck mir, dann nehme ich jetzt alles mit rein. Und Nägel und Dosen und Bücher und Sandwiches und Munition, für die man keine Dingens haben. Hier tun wir mal das Fleisch noch mit rein. Ich gehe zum Händler und dann frage ich ihn, ob ich einen Kredit aufnehmen kann und mir erstmal 2000 Schrotmunition hole. Genau. Vielleicht sagt er ja, ja. Ja. So, machen wir hier noch einen Medizinschrank. Also. Naja, der ist bestimmt nett, der Medizinmann. Zack, so haben wir einen Medizinschrank, kann man Medizin rein tun. Wie viel haben wir es? 4.18 Uhr, das klingt doch gut. Ja, jetzt müssten sie, glaube ich, gleich wieder normal laufen. Theoretisch, ja. Mal gucken, ob ich vielleicht. Ah ne, da läuft ja auch einer. So. Bin da mal weg, ne? Wo bist du? Ich bin runtergegangen. Da hast du gesagt, du brauchst Pflanzenfasern. Ich bin gerade runtergelaufen. Nee, Pflanzenfasern hatten wir jetzt. Zweige, große Steine. Warte mal, ich laufe jetzt auch mal hier. Ja, ich laufe jetzt auch einfach mal raus. Kommen, also jetzt sind sie ja wieder langsam. Theoretisch. Du musst halt nur schneller sein als. Oh Gott, naja. Ich höre den Hund hinter mir. Ich höre den Hund hinter mir. Ich bin auch langsam. Oh ja, ich bin sehr langsam. Ich komme wieder hoch. Ich weiß zwar nicht, wo der Hund jetzt genau ist, aber ich komme wieder hoch. Nee, da komme ich nicht hoch, dann gehe ich lieber hier hoch. So. Ich bin wieder oben. Auf dem anderen Dach halt, aber ich bin oben. Der Hund ist. Ach so, der ist bei diesem. Bei dem Gebäude da drüben. Der kommt aber gerade nicht mehr raus. Der ist scheinbar nicht so schlau. Wie die Zombies. Die suchen sich einen Weg. Der sucht das nicht. Umso besser. Ja, das stimmt. Haben wir eine Null Nahrung. Leben 33. Theoretisch könnte ich nochmal runtergehen, nochmal was holen. Hm.
die Axt, da ist die Axt. Kann ich da runter? Nee, das geht nicht. Bäumchen. Aus einem Baum gerade mal 4 Zweige. Will der mich verarschen? Ja, deshalb nimmst du die Dinger auf den Boden. Deshalb musst du die auf den Boden nehmen, die Teile. Hm? Wenn ich jetzt 4 Holz, da steht zerlegen dran, was krieg ich denn? Nee, Holzschrott. Lass mal stecken, das brauche ich nur auch nicht. Du kannst wirklich nur diese ganzen Dinger und kannst diese weißen Büsche da auf dem Boden, da wo man am Anfang auch angezeigt bekommt, das ist das Einzige, womit du effektiv viele Zweige rauskriegst. Ja. Alles andere ist, glaube ich, nicht wirklich produktiv. Ich habe ja wenigstens 3 Zweige raus aus dem Ding. Das ist schon besser, ja. Ja. Okay, mal gucken. Aber hier ist noch rote Maispflanze. Ich hoffe mal, dass der Hund jetzt nicht hinterherkommt. Wo auch immer jetzt gerade. Ich weiß, wo er ist, aber. Ja. So, hier sind doch Zweige. Zweige. Also aus einem so ein Ding kriegt man immer 2 Zweige raus. So. Zum Busch. Okay. Boah, echt so Ausdauer. Das bist du. Ich wollte gerade sagen, hier sind auch Mais, aber hier ist kein Mais mehr da. Nee. Okay, dann. 1 Stunde und 21 Minuten brauche ich noch, bis mein Krüppelbein endlich wieder heil ist. Alter. Hallo. Warte mal, was braucht ihr nochmal für die Schiene? Klebeband haben wir zu Hause. Ja, jetzt könnte ich. Haben wir zu Hause. Aber theoretisch können wir ja auch in das Haus reingehen, wo du jetzt gerade hier bist, glaube ich. Und versuchen, man. Also, ich weiß nicht, wie weit dein Speer noch ist. Hast du noch einen Speer? Müsste dafür noch ausreichen. Lass mal einfach mal in das hier rein. Warte mal, lass mal erstmal durchgucken. Das ist die Scheune. Ja, vielleicht hat es da ja was Schönes. Also, Scheune weiß ich jetzt eher nicht, aber. Solange kein Wildschwein drin ist, habe ich kein Problem damit. Auch immer hochgucken. Manchmal sind die ja oben auf diesen. Waren die früher mal auf diesen Balken oben drauf? Mhm. Irgendwo habe ich eingehört. Um die Ecke. Ah, okay, na, dann raus aus der Scheune. Raus aus der Scheune. Ich kann so schnell. So. Okay. Ja, hab's gehört. Mit einem gebrochenen Bein brauchst du nicht laufen, das ist. So witzig, du bist durch die Wand durchgebackt nach draußen. Der hat sich echt nicht stören lassen beim Essen. Nö. Der ist genüsslich. Ja, und jetzt bin ich auch gleich tot. Nee, erst. Na, ich flüchte erstmal. Mal gucken, ob er vielleicht nicht mehr rennt, wenn ich weiter weg bin. Ah, der rennt immer noch hinterher. Zumindest bin ich das gebrochene Bein jetzt los. Hat auch Vorteile, wenn man stirbt manchmal. Ja. Kann ich denn hier hoch? Ich bin da, ich bin in der Scheune. Okay, ja, ich bin weg. Also er rennt zwar immer noch, aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Hast du alle Sachen? Ich habe meine Sachen, ja. Dann komme ich wieder zurück. Der ist halb tot, also einmal lag er schon. Aber ich kriege ihn alleine auf jeden Fall nicht weg. So, ich laufe direkt auf dich. Komm aus der Scheune, komm aus der Scheune. Okay, der läuft. Oder? Jetzt sehe ich nicht mehr. Ich wollte ja den Baum von uns wegmachen. Vielleicht hängt er auch am Baum. Nee, er kommt gerannt. Okay. Oh, ja, komm, ja, genau. Du, alte Brumsebiene. Ganz genau. Ja. Oh, das war ja hoffentlich jetzt der einzige hier. Ja. Habe ich schon gesagt, dass ich das Spiel liebe? Das ist geil, das Spiel. Das klingt zu mir so, als ob du 2 Stück bekommen würdest. Ja, okay. Dann machen wir die Tür zu. Kommt man da auch von draußen an die ran? Nicht wissentlich. Die sind im Wohnmobil. Nee, hier ist eine gesperrte Tür. Das heißt, die müssen auf jeden Fall da durchkommen, wo du jetzt gerade. Wo da war, so. Aber ein Schlag und die. Achso, die sind gar nicht dahinter. Die sind drin im Gebäude. Nee, die sind da im Wohnmobil irgendwie. Ja, jetzt sehe ich es auch, ja. Hab ich denn eigentlich noch? Hab ich denn noch? Ich hab keine Pfeile. Oh, jetzt fängt die auch noch an zu laufen. Ja, das sind deine Einstellungen. Das hast du so eingestellt.
Das sind alles deine Einstellungen. Du darfst dich nicht darüber beschweren, dass die laufen. Das hast du eingestellt. Nein, das ist Standard. Das habe ich nicht eingestellt. Doch, du kannst hier wirklich einstellen, wie sollen sie beiden... Ja, das ist aber Standard. Dass manche wild sind. An der Kampfstufe oder was liegt das dann? An der... Ja, das ist... es sind einfach so hin und wieder sind da einfach welche drin, die ein bisschen wilder sind. Ah, okay. Na, also, ja, die läuft bei mir auch relativ fix, aber so fix. So, geh weg. Ich muss jetzt hier runter. Ich muss zu meinem Kollegen. Weißt du, krass, Kollege. Jetzt kommen die irgendwie von außen, warte mal. So, ich lauf direkt auf dich zu. Oh Gott. Weißt du, die haben sich alle in das Gebäude reingelegt. Bei uns haben die sich alle... Oh Gott, wie sind das? 1, 2, 3, 4? Verdammt, falsche Seite. Oh nein. Hab ich dir gesagt, du bist gerade tot. Also. Okay, solange die mit dir beschäftigt sind, kann ich mir ja mal was sagen. Genau, den kannst du dir holen. Muss ich bloß schnell genug wieder raus? Bereit in der Welt aufzutauchen? Ja, wenn du mir Waffen gibst und mal ein bisschen Nahrung und Essen, dann. Ja. Ja, dann sind wir auch bereit, ja. Okay, die hämmern jetzt alle in die Scheunen, wie es klingt. Aber ich. Kann ja nicht sein. Ach, dein Rucksack liegt sogar einzeln hier. Ja. Das ist gut, aber. Okay, der Businessman hat mich mitgekriegt. Komm her, Businessman. Ich nehme einen nach dem anderen hier. Ja. Ja, okay. Der ist doch. Du kannst also ruhig herkommen. Ich sehe dich schon. Ich sehe dir. Ja. Vor allem das Fiese ist, wenn du stirbst, halbe Energie, halbe das. Das ist schon echt, echt tricky hier. Das ist nicht schießen. Also nee, wenn, dann nee, bitte. Nee. Ja, einmal noch. Ich habe keine. Doch jetzt. Ich habe nämlich keine Ausdauer mehr gehabt. Okay. So, Rucksack hast du genommen. Genau. Businessman ist tot. Vor allem du stirbst und du bist schon am Dursten, am Hungern. Das ist echt krank. Ach, jetzt wo du sagst. Einmal was. Das ist ja noch einer. Sollen wir vielleicht erstmal. Ach ja, ja, warte mal. Nee, den lasse ich jetzt stecken. Ich gehe mir jetzt mal Stein rühren. Ich habe jetzt Bock auf einen Steinspeer. Ich laufe jetzt mal raus aus. Genau, ich brauche erstmal einen Steinklumpen. Während du das machst, sammle ich Zweige hier draußen auf. Genau, und ich gehe mal draußen gucken, dass ich da irgendwo Stein finde. Ja. Dass der mal abklappt. Und dass ich dann zwei. Ich hoffe, dass ein Steinspeer, der mehr Schaden macht. Und Steinspeer. Schauen wir mal. Ich würde ja Baumwolle essen hier, aber der lässt mich nicht. Weil mit diesem Stöckchen, ey, da kannst du auch so gut wie schmeiß weg und dann hol ihn dir. Ja, richtig. Das stimmt. Ich nehme auch mal die kleinen, also ich nehme mal die kleinen Steine mit. Sicherheitshalber. Das ist irgendwie ein anderer Brocken, glaube ich, ne? Ah ja, großer Stein. Kleiner Stein, großer Stein, ja. Oh mein Gott, hier ist eine Apotheke. Aber mit zwei Hundehütten davor. Ach, ist das ein Tierheim wahrscheinlich? Okay. Wissen wir auch, warum der Hund in der Nähe ist. Was haben wir denn hier drin? Brauner Briefkasten. Na, der sieht eher rostig aus als braun. Ein komisches Dingens. Okay, so. Stein habe ich schon mal. Warte mal, Stein. Steinspeer. Genau, da brauchen wir dann noch Seile. Wenn so viele gekochte Eier. Hier wäre schön, wenn es gekochte Eier gäbe und nicht nur rohe Eier. Wir haben doch gerade Ostern gehabt. Sind da nicht noch welche im Spiel irgendwie versteckt? Noch ein paar gekochte Eier oder so? Das wäre schön, gell? Ach so, warte mal, was ich noch gucken wollte. Gibt's hier eigentlich, hier müsste doch eigentlich einen Gebietsblock geben, ne? Stimmt, da war was, das... Nee, gibt's nicht. Finde ich nicht. Gibt's generell nicht? Oder kann man nur nicht in dem Dingens drinne bauen, wo du hier da so gerade drinne bist? Holtes Wildbrett.
Aber das kostet, glaube ich, Wasser. Ja, minus 5 Wasser, aber 5 Gesundheit. Was denn? Ja. Oh. Papa so, Strahler also wieder am Berg. Ja, nee, ich war gerade, der Kleine ist gerade wach geworden. Nee, alles gut. Du bist der ist auch mal von den Toten auferstanden. Nee, ich bin dann noch hier beim Gras. Bleib mal dabei. Ja, farm da mal ab. Ich hab dreimal Wildbrett gefunden, verkohlt es zwar, aber Wasser hast du ja noch genug, oder? Müsste ich abkochen. Ach so, okay, naja, weil das kostet dich 5 Wasser quasi. Ich weiß nicht, ob du... Ein Wasser habe ich noch, ja. Warte, dann schmeiße ich dir mal einmal Verkohltes hin. Das gibt zwar nicht viel Essen, aber bei uns ist ja jedes Essen hier. Besser als nix, ja. Ja, ganz genau. So. Ihr habt auch die Chance, wenn die Abklingzeit vorbei ist, uns Ressourcen zu schicken. Zwinger, 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 Zwinger. Warte mal, ich versuch das mal, ne? Lass mich mal. Hattest du eingestellt, dass es hier Loot Drops gibt? Nee, oder? Mittagszeit kam doch immer diese. Ja, aber nicht jeden Tag. Ich glaube. Okay. Ich müsste gucken. Aber ich glaube, alle 5 Tage vielleicht so ein Loot Drop. Vergiss es, es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr und das heißt ja, das kann nicht sein. Also 12 Uhr kam das normalerweise immer. Waffe, Rüstung, Geheimnisvorräte. Was schickt ihr uns? Geheimnisvorräte. Oder Waffen. Vielleicht ist da ein guter Speer mit bei oder so. Also ja, zwischen A und C tendiere ich auch gerade so. Rüstung, ja, kann man auch gebrauchen. Kriegst wahrscheinlich wieder eine Schrotflinte, ballerst die oder 7,62er Waffen, ballerst die weg und lockst die ganzen Zombies wieder an, die wir eigentlich froh sind, loszuwerden. Kenn dich doch. Ja, dann macht mal C. C, mit C helft ihr uns doch. Doch, ich denke, mit C, da ist was Gutes. So, wenn wir jetzt zurückgehen, dann könnte ich uns einen Steinspeer machen. Das klingt doch gut. Sollen wir vorher noch. Warte mal. Einen Stein mitnehmen, ja. Für Pfeile. Guck mal, ich habe hier großen Stein raus, kleine Steine. Jetzt habe ich wieder einen großen Stein, zwei große Steine. Also man kriegt hier gut gemischt. Rüstungsvorräte. Ja, Vorräte ist gut. Okay, Rüstung, warte. Vielleicht ist ja was zu essen. Nee, das sind Rüstungsvorräte. Okay. Achso, da hast du einen bekommen und ich einen bekommen. Die kann ich nämlich nicht öffnen. Ah, okay. Das ist ja auch toll. Brille und Kapuze, okay. Cool. Vielen Dank. Das da, dann mache ich mal das dran. Ja, doch. Sonnenbrille. Oh, da kommt die Sonnenbrille hin. Harter Kerl, Sonnenbrille. Okay. Warte mal, ich nehme mal die Tanzapfen mit und die pflanze ich mal bei uns in der Nähe vom Haus. Dann brauchen wir nicht mehr so weit laufen, bis wir wieder was kriegen. Fürs Rascheln. Okay. Das ist schon wieder, da, wo wir herkommen, sind 2 Zombies. Dann gehen wir in die Richtung. Da sind wieder Steine. Ich kümmere mich mal um die Steine. Du kannst ja währenddessen mal weiter Dingens klopfen. Ja, das passt. Jetzt ist mein Ding kaputt. Und deshalb habe ich gemeint, du brauchst viele Zweige und sowas, um dir einfach neuen zu craften und das alte kaputt zu machen. Ja, das ich Teil. Bin gerade... Und dadurch, dass Teil? Du benutzt die Sachen, dadurch, dass du die benutzt, kannst du dann Stufe 2 und 3 Sachen craften. Also auch Stein-Dinge. Nee, warte mal. Wo bist du denn jetzt, meine Spitzhacke? Ah, Seile. Seile brauche ich. Und die machst du erstmal in der Tischler. Oh. Was? Warte. Nee, hergestellt in Rucksack. Wie kommst du nur auf Tischler? Seile machst du aus Harz und aus Pflanzenfasern. Ah, du kannst beides. Hängt Tischler und hier. Ach so, okay. Der hat halt beide angegeben hier. Ah, mir fehlt Harz. Warte mal. Warte, Harz. Hier. Ja, hab ich zu Hause. Dankeschön. Ja, ich habe uns schon einen Baum abgepickst. Von daher. Da kam schon was raus. Ich habe jetzt aktuell schon 25 große Steine in der Tasche. Oh ja, das ist gut. 5 Steine brauche ich ja für einen Steinspeer. Ach, das klingt gut, ja. Der Ball muss repariert werden, genau. Er ist Ausdauer. Das schaffen. Was muss repariert werden? Jetzt muss auch meine Axt repariert werden. Kaputt machen, eine neue craften.
Ja. Zerlegen. Zerlegen. Baum, Vorsicht, Vorsicht, wenn es den Zombie erschlägt, nicht, dass es dich auch erschlägt. Match. Wäre nicht gut. Steinspitzhacke. Was brauche ich für die Steinspitzhacke? Zwei Seile. Das heißt, wir stellen jetzt mal vier Seile her. Ne, zwei Seile stellen wir. Die brauchen 48 und brauchen zwei Seile. Das ist aber auch krass. Mhm. Schon. Mächtig. Zweige! Gut. Zweige. Aber so außerhalb der Stadt ist gerade ein bisschen ruhiger, ne? Meinst du, wir sollen umziehen? Das heißt aber Gebäude bauen. Ja, nee, da wo wir waren, da war es nicht so ruhig. Also ich glaube, so, wenn man denn hier wieder darüber Sachen hinstellt, dann kommen sie schwer, als wenn das anlockt. Stimmt, vermutlich auch, so, ja. Nach dem Motto, oh, da liegt ein Schlafsack. Will ich haben. Ja. Solange du halt keinen Gebietsblock hast. Oder Barrikaden drumherum oder so was machst. Ja, hast halt, ja, Gebietsblock habe ich gerade geschaut, ne? Das ist, hier kann man anscheinend sein Territorium nicht abstecken. Bei Undead. So, jetzt stelle ich mir erstmal wieder eine neue. Nein. So, das hab ich. Das hab ich. Dann kann ich nicht zerlegen. Sehr schön. Und dann für die Steinachse, was brauchen wir da? Auch zwei Seile. Eins, zwei. Das stimmt. Ja, die Ausdauer. Aber nur indem du halt Bäume fällst und Steine klopfst, kriegst du halt wieder, steigst du halt in Bergbauwerkzeug oder bla 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 halt weiter auf. Ja. Das geht nicht anders. Also meine Kinder sind manchmal echt raffiniert. Manchmal. Ja, ich hatte ja gesagt, dann soll er das Zeug hierher holen, dann mache ich das dann fertig. Ich habe aber vergessen, dass ich mir das gesagt habe und dann guckte ich gerade nach links und oh, ja, wie lange stehst du denn da schon? Seit ich Zeug hergebracht habe, wäre meine Aussage dann gewesen. Ja, also manchmal sind die auch echt, oh, einfach mal ein Tönchen sagen, nö. Na, du, Papa ist konzentriert, Papa sagt immer, da soll ich jetzt nicht dazwischen rumfuhren. Nee, eigentlich sage ich hier tatsächlich, wenn was ist, dann kommt rüber. Ja. So, jetzt habe ich alle Werkzeuge wieder voll und mein Speer ist noch bei halb voll, ja. Genau, den Speer tauschen wir jetzt sowieso aus. Also ich laufe mal kurz zurück und dann komme ich, glaube ich, wieder. Weil ich will ja nur den Steinspeer machen. Oh, warte mal, den nehme ich noch mit dem Block. Ich komme direkt. Oh nee, das ist was anderes. Das ist Eisenerz. Das ist schon lange her, dass du das gespielt hast, ne? Ja. Ah, nee, warte mal, den will ich nicht. So. 5 Streams später. Oh, wir haben einen Steinspeer. Ungefähr, ja. So, ich nehme trotzdem alle Zweige mit, die hier unterwegs sind. Da. Stimmt, die kann ich ja trotzdem einpacken. Ah, oh, fehlen noch wieder. Ja. Keine Ahnung, da. Ja. Das ist der Nachteil, Ausdauer. Ja, und ich hatte extra schon einen reingesteckt in Ausdauer, aber nö. Nö. Ja, aber es ist gerade extrem ruhig, hä? Irgendwie zu ruhig gefühlt. Ja, gefällt mir. Ja, die Ruhe vor dem Sturm. Oh, 6 Nägel. Ja. 6 Nägel. 5 Tage, dann hätten wir eine erste Blutmondnacht noch. Aber. Ich glaube, da werden wir irgendwo auf einen hohen Silo gehen oder was weiß ich. Da bis dahin haben wir noch nichts gebaut. Nee, nicht wirklich, ne. Oder wir machen einfach sterben wie die Karnickel. Ja. Oh, Tatsache, das ist hier gerade recht ruhig. Ja. Und das nach 5 Tagen erst? Ja, das ist die Frage, wo die sie jetzt hin verkrümelt haben, aber es hat auch keiner mehr geschossen, gerade mit einer Pistole. Zwinker, 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 zwinker. Stimmt, da hast du schon lange nicht mehr. Das
das ist Metallschrott. Den müssen wir mitnehmen. Wenn die es schon so kaputt gemacht hier haben, dann ist es nämlich einfacher mit abbauen. Ach, warte mal, ich habe sowieso gerade 4 leere Gläser hier, die kann ich ja gleich mal auffüllen. Die Fertigkeit Bergbauwerkzeug ist auf Stufe 2 gestiegen. Schön. So. Ach, willst du nicht drin hochkommen? Ja, doch. Ne, ne, ne. Komm, auch hier ist ja eh schon offen. War sie einmal rundrum. Ja. Mhm. Ja, ist ja eh offen, von daher. Sehr geil. So, ich muss unbedingt schon mal wieder. Ach, schon wieder das Brennholz alle. Okay, Steinsperr. Ich mache jetzt mal 2 Steinsperr. Oh, Seile, warte mal. Halt da, Seile. Das kurz. Ich mal gerade alles wieder ein, was ich hier einsortieren kann. Dann hast du vielleicht was zum. Seile sind 3 noch hier in dieser einen Kiste. Also, du müsstest was ziehen können. Hä? Ich hatte 3. Hä? Wieso sind die anderen Seile plötzlich weg? Die Seile sind in der Mikro. Nee, in der Kiste hier drin, in der. Hier sind 3 Seile drin. Vielleicht hat er die, wenn du heimkommst, automatisch rein transferiert. Ob du willst oder nicht, so nach dem Motto. Ja, das Komische ist, eben wurden sie mir da. Jetzt werden sie mir angezeigt, alles klar. Ja, doch, okay. So. Leck mich doch. Ja, nee. So, Steinsperr ist fertig. Kannst du dir hier rausnehmen dann? Okay, dann stelle ich parallel nochmal 6 Seile in meinem Dings. Wie ist denn die Ausbeutung eigentlich hier drin, wenn man hier Seile herstellt? Oh, das geht viel schneller. Ja, schneller schon, aber braucht. Nee, du hast ja das Ding, du kannst ja Sachen in Kisten reinpacken und dann auch da drinnen stapeln. Genau. Wenn du aber jetzt in der Werkbank drinne bist und du stellst die Sachen her, sind die ja irgendwann mal weg von diesem Platz, wo du diese reingepackt hast in der Kiste. Ja. Du kannst aber auch sagen, okay, die Knochen sollen immer in dieser Kiste an diesem Platz sein. Und kannst dann quasi, wie heißt das, L für Inventarplatz entsperren oder sperren. Und an dieser Stelle wird immer nur Knochen hinkommen und nichts anderes. Ja, das ging ja bei mir im Inventar, aber wenn ich in der Kiste drin bin, kann ich kein L drücken. Da passiert nichts bei mir. Warte mal, ich habe die Knochen jetzt. Ja, das ist bei mir im Inventar, das habe ich schon gemacht bei mir. Okay, warte. Jetzt ist aber Eisenerz drauf. Lol. Jetzt nehme ich das mal raus. Ja. Okay, nee, so, geht doch nicht. Das ist aber dann blöd. Da musst du ja jedes Mal wieder, wenn du dann wieder in die Kisten einsortierst und du hast dort keinen mehr an diesem Platz, weil du alles verbraucht hast, ist ja bescheuert. Dann macht das ja gar keinen wirklichen Sinn, nur in deinem Inventar. Okay. Ja, in deinem Inventar ist es halt so der Sinn, dann markierst du aber auch nicht, weil ich habe jetzt 9mm Munition hier drauf, habe zwar L gedrückt, aber wenn ich meinen Rucksack aufnehme, dann packt er nicht da 9mm Munition wieder hin, sondern es ist einfach nur, wenn ich jetzt da oben sortieren drücke, dass er mir diese Felder nicht mehr sortiert. Die nimmt er nicht zum Sortieren mit. Okay. Also eigentlich ist es relativ Quatsch. Also außer du stirbst irgendwann nicht mehr. Dann. Ja, richtig, ja. Ah, okay, ja, der Speer ist auf jeden Fall besser. Wenn man so vergleicht mit seinem Holzspeer, ist der auf jeden Fall besser. Ich brauche nochmal Brennholz. Herstellen. Im Dings herstellen. Ja. Total easy, weißt du? Total easy. Total easy? Total easy. Ah, nein. Hajo. So, ich glaube, ich gehe nochmal eins tief. Plastik, warte mal. Ach nee, das ging ja nicht. Nee, Storno. Brauche ich da noch? Zweige, die kommen da rein. Kommen die Dings rein. Ja, jetzt nehme ich da hinten Kiefernsamen und hier vorne sind auch Kiefernsamen. Das ist doch Blödsinn. Mhm. Was? Nix. So, okay. Was ist das eigentlich? Ziegelsteinform. Eine Ziegelsteinform stellt man im Lagerfeuer her? Okay, alles klar. Verstehe. Ja, ist geil, ne? Ich gehe mal geschwind Wasser holen. Ja. Gucken, hier ist keiner drin.
Hier waren wir ja, glaube ich, schon. Hatte ich die hier schon alle? Oh.